Da geht's auch weiter bei Uncharted 4, Thief's End, den letzten Teil hier durchgeballert, weil wir Elenas gestohlenes Auto zurückstehlen wollen. Was wir auch geschafft haben, und jetzt steigen wir mal ein. Sehr schön, jetzt dürfen wir tatsächlich wieder fahren. Siehst du einen Weg raus? Flussabwärts. Bei den Pfählen ist eine Öffnung. Okay, wenn du das sagst, vertraue ich dir mal. Dann geht's flussabwärts. Und dann wieder flussrauf anscheinend. Ah, ich nehme mal an hier. Sehr schön. Ich finde, das Autofahren macht ja auch echt Spaß, weil das echt so schön geschmeidig funktioniert. Und auch einfach. Es ist jetzt keine Simulation oder sowas. Der ist riesig. Ja, New Devon ist dann wohl da oben. Dann nichts wie hoch. Wenn dieser Aufzug noch funktioniert. Gut, der andere hat es ja auch ganz gut überstanden. Wollen wir nur hoffen, dass das hier auch so der Fall war. Eine Frage hätte ich. Wieso will Rafe Adler Averys Schatz? Das Geld braucht er ja wohl nicht. Er will den Ruhm. Er will keiner sein, der nur durch sein Erbe reich geworden ist. Davonlaufen gibt es für ihn nicht. Tja, Rafe und Shoreline passen gut zusammen. Er braucht ihre Kampfkraft, sie sein Geld. Tun sie das? Die wirken doch gut ausgerüstet. Shoreline war in Bürgerkriege verwickelt, die nicht so gut ausgehen. Nadine hat Daddys Schlamassel geerbt. Sie hofft bestimmt, hiermit wieder groß rauszukommen. Das so glückt, was sie sich vorstellt. Hier kann man nicht hoch, ne? Nee. Ich muss jetzt gerade ein bisschen überlegen. Ah, da. Wo es nochmal lang geht. Ja, aber das ist tatsächlich so. Rafe hat das Geld eigentlich gar nicht nötig. Er will es tatsächlich nur für den Ruhm. Er will nicht immer im Schatten von anderen stehen. So weit, so gut. Weiter flussaufwärts. Darüber könntest du doch einen super Artikel schreiben. Allerdings. Aber das würde wohl niemand glauben. Du könntest ja Fotos machen. Kamera nicht dabei. So ein Pech aber auch. Ich wollte gerade sagen, was? Elena ist unterwegs auf einer tropischen Insel, wo es um einen Schatz geht und hat keine Kamera dabei? Und warum ist Sam nicht direkt zu dir gekommen? Nachdem Rafe ihn befreit hat? Ich glaube, er wollte alles wissen, was Rafe zu Avery weiß, bevor er flieht. Und er brauchte Zeit, um sich diese Alcazar-Geschichte auszudenken. Hätte ich nur mal nachgeforscht. Ja, aber man kann es ja auch irgendwie verstehen. Ich hätte auch nicht nachgeforscht, wenn ich einen Bruder hätte, der mir sowas erzählt. Dem Bruder glaubt man natürlich. So, und hoch. Ach, sieht einfach so schön aus. Was für eine verrückte Vorricht. Da würde sogar das Auto reinpassen. Dann hoffen wir mal, dass der auch geht. Ja, hoffen wir mal. Abwärts. Hey, Vorsicht! Sorry. Okay. Hier. Doch, das ist. Okay, ich muss mal aussteigen. Ich muss erstmal die Lage ein bisschen checken. Okay, sehen wir uns um. Hier haben wir einen Hebel. Was macht der denn? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Das Wasserrad geht noch. Tja, entweder reparieren oder wir klettern daran hoch. Sehen wir uns das mal an. Ich würde sagen, reparieren. Ich habe keine Lust mehr auf Klettern, außerdem will ich das Auto noch ein bisschen behalten. Was haben wir denn hier in der Hütte? Finden wir da irgendwas Interessantes? Ah, guck mal, da kann man den Haken dran machen von dem Auto. Die Winde, wollte ich sagen. Genau, die zieht dann was. Ja, okay, ich glaube, ich weiß es so. In etwa weiß ich wieder, was wir machen müssen. Warte kurz, Elena, ich komme zurück. So, wir brauchen kurz das Auto. So, jetzt muss ich aber noch mal kurz gucken, was passiert, wenn man das Ding hier zieht. So, probieren geht über Studieren, wie man immer so schön sagt. So, das hier rum. Eben, erstmal rausfinden, was das macht, und dann können wir überlegen, wie uns das hilft. So, da rein. Jetzt mal Rückwärtsgang einlegen. Wir ziehen das Ding auf jeden Fall. Ah. Das hat wohl nichts gebracht. Das Wasserrad steht still. Das hilft uns aber nicht. Na gut, versuchen wir etwas anderes. Okay, das Ding hält also das Wasserrad an. Das wird uns wahrscheinlich später ganz nützlich sein. Allerdings müssen wir jetzt erstmal was anderes machen.
So, dazu muss ich das Auto ein bisschen umparken. Denn es hat was mit den Balken da hinten zu tun. Moment, ich muss mal eine große Runde fahren. Und jetzt einmal zurück und einmal vorwärts. Sehr schön. So, so dürfte es eigentlich reichen. Dann nehmen wir uns jetzt nämlich wieder die Winde mit. Ich muss mal so komisch hier rüber. So. Genau. Und dann legen wir es da um. Um das Ding geht's nicht gut. Fertig. Zurück. Ich bin dran. Okay, dann mach mal. Hey, mal lieber auf die Seite. Dankeschön. Und jetzt? Jetzt komme ich hoch. Danke. Siehst du? Es geht doch. Alles klar. Wir sind schon mal einen Schritt weiter. Oh, und da ist wieder eine verdächtige Kiste, die man offensichtlich schieben kann. Und da sind Balken, die so aussehen, als würde man dran hochklettern. Das ist also nicht sonderlich schwer herauszufinden, was man hier machen muss. So, okay. Immer weiter hoch. Und aus dem Fenster, würde ich sagen. Ja, war sogar richtig. Noch nicht. Ich klettere höher. Ich brauche einen Aufzug, um den Aufzug zu reparieren. Genau, wir machen das Aufzug-Reparateure eigentlich. Die brauchen doch dann auch einen Aufzug. Oder gute Kletterrüstung. Okay. Jetzt bin ich hier. Bringt mir das was? Wir werden es herausfinden. Hat hier jemand Zweifel? Oh, warte mal. Halte das Rad an. Das wäre ganz nett. Dann können wir nämlich weiter. Sehr schön. Hey, wir sind soweit. Mein Mädchen. Mein Mädchen. Gut. Dankeschön, Elena. Jetzt die Winde los. Okay. Ich fahre das Auto zum Aufzug. Sehr gut. Mit dir kann man arbeiten. Okay. Ah ja, okay. Wir müssen das Ding nur wieder da reinschieben. Und dann müsste es eigentlich funktionieren. Insofern alles andere an dem Aufzug funktioniert. Schon unterwegs, wenn das nicht alles wieder unter mir zusammenbrechen würde. Wow. Oh, das war ja wieder so klar, dass er daran vorbeispringt. Ja, ist okay. Ich bin schon da, ich bin schon da. Sollte ich. Egal. Hey. Pass auf! Bleib unten! Nimm das Auto als Deckung! Ich versuche sie zu flankieren! Na, ganz toll. Da fragt man sich, was Henry Avery damals damit transportiert hat. Ich meine, Autos hatten sie ja noch nicht. Ah, vielleicht Pferde oder sowas. Oder große Kisten. Alles Mögliche ist halt ein Lastenaufzug, ne? So wie es aussieht. Bumm. Okay, wer will noch was? Da. Nicht, dass sie uns das Seil durchballern. Sorry, ich muss mal kurz aussteigen. Bam. Die Waffe ist echt geil. Die ist nämlich saustark, verzieht kaum und macht ordentlich Wumms. Das Problem ist nur, dass man dafür nicht viel Munition findet. Boah, ey, der hat mir meine Deckung weggeballert. Die Elden ist cool, ey. Solange es noch fährt,
Okay, komm, Wild. Du gehst uns nicht weiter auf den Sack. So. Wow. Okay, ich sollte vielleicht nicht gerade... Oh, die empfindlichen Stellen des Aufzugs für Deckung nutzen. What the fuck? Eine Panzerfaust? Wollte ich mich verarschen? Wo ist der Typ mit der Panzerfaust? Wow. Alter. Okay. Halt durch, Elena. Nein, nicht nachladen. Nicht jetzt nachladen, Drake. Fuck. Ah, fuck, ey. Das war der scheiß Scharfschütze. Ah, weil der auch wieder nachladen musste im falschen Moment. Ey, nachladen hat mich in den meisten Spielen, wo man nachladen kann, mich die meisten Tode gekostet. Oder Leben gekostet, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Scheiß Nachladerei immer. Boah, Alter. Wow, ich spring mal kurz hier hin. Das scheint mir ganz sicher zu sein. Also, halbwegs. Okay, ich kümmere mich erstmal um den da. Okay, den haben wir. Jetzt kommt hier der Kollege mit dem Raketenwerfer dran. Wow! Wieso hält denn der so viel aus? Okay, der ist tot. So, wo ist der Scharfschützen-Heini? Guck mal da. Da stehen sie und warten ganz brav, bis ich komme und sie erlöse. Ah, fuck, ey! Ach Mann, weil die wieder von allen Seiten kommen und ich da oben keinerlei Deckung habe. Aber immerhin sind die Rücksichtspunkte sehr geil. Hat man ja leider auch nicht oft bei Spielen. So, das war's mit dem Scharfschützen. Das war's mit dem. Ich bleib so lange noch ein bisschen hier hängen, ja. Ja, kann ich auch. Bam. Ey, du Sack, wer hat dir erlaubt, hier hochzukommen? War's das? Haben wir noch irgendwo jemanden? Also ich höre auf jeden Fall noch Schüsse. Ich weiß noch nicht von... Oh. Okay, schnell rüber. Elena ist schon oben und wird gerade beballert von allen Seiten. Wow. Heilige Scheiße. Bist du okay, Nate? Ja. Na, komm schon. Ja, Elena hat's einfach drauf. Du fährst. Sicher? Du machst das doch gut. Nach all dem brauche ich eine Pause. Tja, definitiv verdient. Das stimmt wohl. Okay, ich habe mir jetzt mal eine neue Waffe mitgenommen, weil die andere fast leer ist, leider. Und wie gesagt, für die findet man nicht so viel Munition. Aber die Stelle fand ich auch cool, bis auf die Tatsache, dass man da halt sehr leicht umzingelt werden kann, wie ihr gesehen habt. Habt ihr gesehen, wie ich das gemacht habe? Ich habe mir überlegt, diese ganze Mechanik und Architektur sind doch nicht billig. Meinst du, vom Schatz ist überhaupt was übrig? Das haben wir uns auch gefragt. Aber mal hoffen, dass es nicht umsonst war hier. Wow, das sieht doch auch geil aus. Oder? Ach, ich könnte immer wieder... Es tut mir leid, dass ich so oft stehen bleibe und darüber staune, aber es ist halt immer wieder schön. Ich würde aber auch sagen, wir genießen jetzt noch ein bisschen länger die Aussicht und machen für den Part erstmal Schluss. Und im nächsten Teil geht's dann weiter und dann könnt ihr noch mal kurz einen Blick hier rauf werfen. Und dann geht's aber auch direkt weiter mit der Jagd nach New Devon. Da hinten müssen wir immer noch hin. Okay, dann bis gleich. Tschüss.